Du da, du da. Zwei Inserter, ja. Auch du, fiktives Ding, kriegst zwei Inserter. Und rote Inserter, die nach draußen gehen. Und den Rest können wir nicht. Ah doch, die können wir schon mal machen. Das hätte ich auch von vornherein so machen sollen, ha? Hey, jo. Ja, es wird mir später schon noch auf Fleisch und Blut übergehen. So, das muss später noch ersetzt werden. Außenrum langsames Band. Und die Pumpjacks sind fertig. Gut. Also, wie ihr sehen könnt, wir können einfach über das Eisen rüberbauen. Zumindest Fließbänder. Ich weiß nur nicht, wie das aussieht mit Kisten und dergleichen. Ob der darum zickt. So, Pumpjacks. Was für Ölfelder seid ihr eigentlich? Wir haben hier einen Yield von 100%. Und hier ein Yield von 80%. Das nimmt mit der Zeit ab, ist das Problem. Das heißt, die haben ein Reservoir, das man nicht so wirklich sehen kann. Und das hat Druck drin. Und je nachdem, wie hoch der Druck ist, kriegt man halt mehr raus. Und der Druck nimmt mit der Zeit ab. Also ähnlich wie in Real Life, wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe. Und es muss direkt oben drauf sitzen. Okay, also hier, hier. Hat keinen Strom. Das ist kein Problem. Wo ist unser System? Hier. Nee, nicht jetzt verwirren, Forschungsding. Gib mir Züge? Nein. Substation? Nein. Akkumulatoren? Ja komm, das kannst du mir schon forschen. So, ich würde gerne jetzt mein System nach da erweitern, aber ich habe gerade Probleme mit den alten Masten hier. Das heißt, wir werden hier jetzt mal ein bisschen optimieren. Es war so, dass der Gerogon der Gegenwart und Zukunft nicht mehr verwirrt wird. Okay, weniger verwirrt wird. Du kannst weg, richtig? Richtig. Warum seid ihr jetzt nicht mehr verbunden? Du weg, du hin. Du weg, du hin. Okay. Du stehst da falsch. Ich brauche Rohre. Ich kann 1600 Rohre herstellen, wenn ich will. Auch nicht schlecht. So, du dahin, du da weg. Geht das so? Wassertemperatur nimmt ab, Wassertemperatur nimmt zu. Also ja, kurzfristig war ja wohl kaltes Wasser drin oder halt gar kein Wasser. Das musste erst erhitzt werden. Jetzt ist aber alles gut. Das heißt, wir können da den Mast so hinstellen, wie er hingehört. Der nächste Mast. Oh, ist das alles blau und bunt und Zeug hier. Der nächste Mast müsste dahin? Wir machen mal ganz kurz Strom aus. Das mögen Maschinen bestimmt tierisch gerne in der riesigen Fabrik, wenn man ihn einfach den Saft abdreht. Das da muss weg, tut mir leid. So. Das heißt, die hier können auch weg. Und hier haben wir das Problem, dass wir. Ja, der müsste eigentlich hier hin, mitten rein, wo das Ding ist. Das geht nicht. Da muss das Wasser rauskommen. Ja, gut. Also, das können wir nicht optimieren. Wir machen es einfach so, dass wir jetzt immer neben die Steam Engines zwei von diesen billigen Dingern hinpacken. Damit wenigstens da irgendwie einheitlich gearbeitet wird. Du. Ja, da geht Rechtsklick zum Beispiel gar nicht. Also dieses Ersetzen, was ich vorhin angesprochen hatte, was bei manchen Sachen geht und manchen Sachen nicht geht. So. Aufräumen. Du musst dahin holen, das verdammte Reus. Na ja, gut. So, hier sind die Pumpjacks. Dahin, dahin. Und ich brauche gleich viel mehr von denen. Dahin, da. Ah, das geht sich schön auf, okay. So, die fangen an zu pumpen. Und pumpen jetzt hier Öl raus. Dunk, 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 dunk. Da. Und das füllt sich auch ziemlich schnell mit Crude Oil.
Mehr oder minder schnell, weil es hat momentan keinen Abnehmer. Abnehmer wäre dann die Oil Refinery. Davon bauen wir eine und wir bauen schon mal Chemical Plants, zwei Stück. So, das System weiterbauen. Dahin, du weg. Der kommt hier links von den Steam Engines Ölverarbeitung. Weil das ist ein Riesenzweig. Das sind sehr viele Produkte, die man aus Öl gewinnen kann. Öl ist halt super wichtig und so. Wie in Real Life, so auch hier. Ah, eine ist fertig, okay. Da. Oh, die können wir in unser System bauen. Halbwegs. Oder? Ja, können wir. Passt perfekt in das System rein. Ah, ich mag das sehr schön. Also, da unten sind jetzt Eingänge. Ist momentan Öl, muss aber nicht immer Öl sein. Ich brauche mehr Rohre. So, also gehen wir damit einfach bis hier hinten hin. Gehen dann einmal hier rum und füllen dahin. Also die zwei Pumpen befüllen jetzt durchgehend die. Ah, es sind Chemical Plants. Stopp. Brauchen erst dich, du Monster. Vor allem du ungerades Monster. Dich können wir nicht ordentlich hinstellen. Obwohl doch, ich glaube, da gab es einen Trick. Warte. Erstmal Forschung und so Gedöns. 200. Es. Nee. Combat Robotics. Gun Turret Damage. Gun Turret Damage sollte ich jetzt nicht erforschen, wenn wir eh bald auf die Laser umsteigen. Was fehlt denn noch zum Laserturm? Ich sehe den gerade gar nicht. Portable Fusion Reactor. Discharge Defense. Laser-Turrets. Können wir jederzeit bauen. Gab es nicht auch ein Laser-Upgrade? Da. Laser-Turret-Shooting-Speed. Das erforschen wir doch mal. So, jetzt zu den Dingern. Bei den Dingern war das Tolle. Die erstmal alle weg. Sie passen auch in das System, aber anders als gewohnt. Wir tun sie einfach hier rein. Problem ist dann mit dem. Nee, so geht das. Und ja, ich rede mir das gerade sehr schön. Aber es geht. Das ist das Wichtigste. Also, da ist Input. Der eine oder andere mag sich jetzt fragen, was ist mit dem mittleren Output. Das ist nicht schlimm. Wir können da ja einen unterirdischen Eingang machen und hinter dem Stromfall gleich einen unterirdischen Ausgang. Und dann passt das auch wieder. Also, Erdöl kommt rein. Wir haben hier momentan nicht viele Möglichkeiten. Wir können 10 Crude Oil, also was rausgepumpt wird, verarbeiten zu schwerem Öl, leichtem Öl und irgendein Sulfat. Müssen wir gleich gucken, was es genau ist. Die brauchen halt jeweils auch einen Ausgang, sonst hört er gleich auf zu arbeiten. Und aufhören zu arbeiten ist doof. Problem ist ebenfalls, dass alle drei Sachen im gleichen Maße hergestellt werden. Und wenn nicht alle drei Produkte auch abgenommen werden und in irgendeiner Form weiterverarbeitet werden, hört das Ding auf zu arbeiten. Und wir wollen nicht, dass das Ding aufhört zu arbeiten, ne? Also, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass immer irgendwelche Produkte aus diesen Unterprodukten hergestellt werden. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Also, da kommt hoch, da kommt hoch. Jetzt kommen hier diese drei raus. Ich brauche mein Muster. Sonst kann ich nicht weiter planen. So, jetzt hatten wir die Chemical Factories. Hätten wir gerne. Hier und hier. Hättest du gerne. Da. Du kriegst jetzt Heavy Oil. Aus Heavy Oil machst du Solid Fuel Blocks, also Brennstoffblöcke. Ja, Problem ist, das ist wieder keine Flüssigkeit, sondern Feststoff. Das heißt, wir müssen da jetzt wieder einen Arm hinbappen, das Ganze abtransportieren lassen. So, da kommt jetzt ein Arm lang. Gucken wir, wie sich das aufgeht. Also, du schnappst die Sachen, tust die raus. Und ihr seht, das ist ziemlich flott. Also, wir stellen ziemlich schnell Brennstoff her.
Das heißt, wir können den jetzt auch einfach nehmen und genauso wie Kohle hier unten in das System reinschmeißen. Nur haben wir noch zigtausend Tonnen von Kohle. Also werden sich die Sachen einfach jetzt gleich stapeln. Aber na gut, sei es drum. So, Gunter Damage Upgrade. Zählt das auch für... Nee, zählt nur für Gun Turret, nicht für Laser Turret. Geschwindigkeit nochmal erhöhen. Nee. Ich glaube, ich nehme Advanced Electronics, damit wir langsam in Richtung Flugroboter kommen. Ja, ist okay. Licht. Dazwischen, dazwischen. Da einfach hin. Und unter die Dinger. Alles schön ausleuchten. Umplatzieren können wir das Zeug immer noch. Also wir haben es jetzt einmal gemacht für Heavy Oil. Jetzt machen wir das Ganze nochmal für... Oh oh, nicht verbinden, nicht... Man muss sehr vorsichtig sein, wo man Rohr legt. Das Rohr, was das Schweröl verarbeiten sollte zu Feststoff, Brennfeststoff, war leer. Und als ich denn das Rohr mit dem leichten Öl damit verbunden habe, haben sich die Rohre alle jetzt mit leichtem Öl gefüllt. Das heißt, sie müssen alle abgerissen werden. Sie müssen neu verlegt werden. Das heißt, ich mache das mal nach hier hinten. Und ich sollte zwischendurch immer wieder... Ah, die waren nicht verbunden. Ah, da fahren sie, okay. Ich sollte immer wieder zwischendurch diese Untergrunddinger benutzen, auch wenn die jeweils 25 Rohre brauchen, damit wir hier durchgehen können. Sonst haben wir halt später echt ein Problem. So, also Leichtöl kommt jetzt hier rein und du machst bitte aus Leichtöl Solid Fuel Blocks. Brauchst auch wieder einen Arm, damit alles, was du produzierst, auch abtransportiert wird, sonst gibt es da einen Stau. Und wir brauchen jetzt noch eine Chemiefabrik. Und das ist jetzt die einzig wirklich wichtige, die wir bisher haben. Die da sind zwar schön und gut, also wir müssen später, sobald unsere Kohlereserven hier irgendwann alle sind, nicht von externen Kohle herholen. Außer für ein, zwei andere chemische Prozesse. Aber wir brauchen sie halt nicht mehr als Brennstoff. Als Brennstoff können wir das hier nehmen. Solange wir halt Öl haben. Aber das Ding hier, was ich jetzt bauen werde, was auch ruhig hier mit zum Muster hin kann, das ist okay. Kriegt mehr Rohre. Rohr. Kriegt da Rohre. Braucht Untergrundrohre. Und du machst bitte... Nee, keine Batterien. Du machst bitte Schwefel. Dafür brauchst du allerdings auch Wasser. Das ist jetzt ein Problem. Also machen wir dich so und so. Ätzend. Da muss jetzt Wasser rein. Problem, was ich sehe, wenn wir jetzt von irgendwoher Wasser holen, zum Beispiel von da unten, und das hier hinbringen, wird sich dieses Rohr auch mit dem Rohr da verknüpfen. Und sobald dieses Rohr hier einmal kein Petroleumgas drin hat, wird es sie mit Wasser füllen. Und dann wird dieser ganze Prozess hier nicht mehr zustande kommen. Und das ist ärgerlich. Also, nee, ja. So, euch nehmen wir mit. Dann hätten wir gerne ein Langarm-Ding, der das Ganze da hinten rauflegt. Wasser. Der Pfosten da ist echt ein Pfosten. Ich glaube, ich tue mal was Unsagbares. Und benutze dafür einfach zwei kleine Pfosten. Mach das Ganze so. Ist doch dezent einfacher. Das heißt, hier kommt kein Untergrundrohr lang. Hier läuft das Ganze so lang. Das heißt, das kann auch weiter nach links. Und zwar so. Und jetzt können wir hier Wasser reinpumpen, ohne dass sie jemals irgendwie verbinden wird. Okay, Wasser. Ich kann unterwegs schon mal ein paar Untergrundrohre bauen, ein paar normale Rohre bauen. Und dann brauchen wir auch eine reguläre Pumpe. Da, Offshore Pump. Offshore Pump. Oder haben wir davon noch irgendwo ein Inventar? Warum auch immer. Nö, sieht nicht so aus. Und wir haben 16 Gun Turrets, obwohl wir jetzt gerade die... Nee, okay. Nicht aufregen, ist alles gut. Du. Da lang.
Ich sollte von oben anfangen. Das ist ganz ein bisschen einfacher. Bäume weg. So. Also ein Rohr hier. Untergrundrohr. So weit wie du eben magst. Damit du nicht hier großartig im Weg stehst. Oh, da ist okay. Dann gleich wieder runter. Wieder Untergrund, gleich wieder runter. Untergrund, gleich wieder runter. Hier. Da connectest du dich bitte. So, das Wasser müsste jetzt ganz diesen Weg hier lang gepumpt werden. Man sieht durch die Altansicht, die jetzt aktiviert ist, was wo durchfließt und was wo drin ist. Und ich sehe da wieder viel zu viel Kupfer. Und ja, er spuckt Schwefel aus. Sehr schön. Mit Schwefel können wir in der nächsten Chemical Plant Batterien herstellen. Und Batterien sind ein sehr wichtiger Zwischenstoff. Also Schwefel ist eigentlich nur dafür da, um gleich weiter zu verarbeiten zu werden, zu Batterien. Ich glaube, es hatte sonst keinen so großen Verwendungszweck. Setzen wir dich mal... dahin? Batterien, brauch Schwefelsäure. Ja, und Wasser. Oh, das geht sich auch sehr gut auf. Warte mal, wir setzen die genau daneben. Das heißt, die zapft sich einfach hier Wasser mit ab. So, Wasser hast du. Du brauchst Schwefel. Ich kenne da so jemanden, der hat Schwefel. So. Wie stelle ich sicher, dass er sich durchgehend was nehmen kann? Also erstmal brauchen wir noch Eisenplatten. Eisenplatten könnte ein Problem werden. Also das System hier ist sehr anfällig für Überproduktion und Unterproduktion. Mein Plan bisher ist jetzt einfach eine Kiste hier hinzustellen mit ganz vielen Eisenplatten, weil ich will nicht wissen, wie viel zigtausend Tonnen an Eisen sich jetzt schon angesammelt haben. Das heißt, ich mache einfach mein Inventar einmal komplett da rein leer. Was das angeht. Und macht dann die Kisten hier unten leer. Jo, das sollte erstmal reichen. So. Tun da ganz viele Eisenplatten rein. Und dann kriegst du einen Arm, der die da rein tut. So, er fängt jetzt an zu arbeiten. Stellt Schwefelsäure her. Problem Nummer 1. Die Truhe steht falsch. Wir brauchen nämlich jetzt noch eine Chemiefabrik, die aus der Schwefelsäure Batterien herstellt. Zusammen mit anderen Dingen. Wir könnten das Ganze einfach oben rauf pappen. Ich glaube, das wäre sogar einfacher. Miep, miep. Da und da und da und da. Ich setze das Ding einfach mal hier hin und gucke.